Aber ich glaube, die Leute wissen nicht, wie fanatisch ich im Studio sitze und arbeite an dem, also dass es so ist, wie es rauskommt. Kein Witz, ich habe mit 5 das erste Mal Lieder geschrieben. Das war wirklich irgendwie so. Und dann hat mein Papa so ein Home-Studio gehabt und hat das irgendwie dann so arranged, dass es viel besser klingt, als es wirklich war. Aber es hat mir den Mut gegeben, so, hey, ich kann das. So, jetzt, wenn ich zurückblicke, ist es so, hey, du konntest gar nichts. Und mich hat eine Musikschule in Salzburg damals nicht angenommen. Also ich war eigentlich im Jänner angenommen, aus der Hauptschule. Und dann ist mein Abschlusszeugnis doch nicht gut genug gewesen. Und dann habe ich gesagt, na, kann man nicht nehmen. Und ich habe das so persönlich genommen, irgendwie so, ihr generell schon immer ein Alkoholproblem gehabt und ich habe das so weggetrunken, weil ich konnte nicht mit den Emotionen klarkommen. Und dann nach 6 Wochen war auf einmal der Punkt da, wo ich denke, wenn ich so weitermache, werde ich auch sterben. Und ich will das nicht. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer ganz neuen Folge von Nix kommt nix. Und es wartet wieder eine sehr, sehr spannende Folge auf dich mit einem neuen, sehr spannenden Gast bei uns. Und wenn man ihn in seiner isländischen Muttersprache herzlich willkommen heißen will, muss man sagen, willkommen. Ja, schöne Aussprache. Sehr gut. Google übersetzt, was ja, du alles machst. Wirklich gut. Sänger und Songwriter Thorstein Einarsson ist bei uns. Hey, schön, dass du da bist. Danke, schön da zu sein. Von nix kommt nix. Der Podcast über Motivation und erfolgreiches Scheitern. In dieser Folge mit Thorstein Einarsson, Singer-Songwriter aus Österreich. Super Kulisse, perfekt. Ja. Die Kulisse ist wirklich, also wir haben vorher gequatscht, das ist einer der schönsten, du bist Folge Nummer 28 bei unserem Podcast ja. Und das ist einer der schönsten Kulissen, also Gratulation. Ja, danke, das freut mich, das ehrt mich. Wir haben da links neben uns, alle die jetzt nicht via Video schauen, bitte schaltet jetzt unbedingt das Video ein, das dieses Mal teilt es doppelt aus, der Thorstein ist da und die Kulisse ist ein Traum. Wir sitzen hier am Wörthersee direkt und zwar in der Villa Lido im ersten Stock. Mhm. In der Wörthersee-Ostbucht. Und warum sitzen wir hier am Wörthersee? Das hat einen ganz speziellen Grund, denn an dem Wochenende, wo wir dein Interview mit dir aufzeichnen, ist auch die Starnacht am Wörthersee, die jährliche. Und Starnacht ist ja auch schon so ein Begriff, der begleitet dich ja schon ein bisschen länger in deinem Leben. Ja, lang. Ich war zum ersten Mal 2015 bei der Starnacht. Aus der Wachau war das. Schon fast 10-jähriges. Ja. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr ist 10-jähriges Starnacht-Jubiläum. Hey, das ist... Mal ein Zücken in der Starnacht. Ich will was ganz Besonderes, was ich nächstes Jahr eingeladen bin. Nein, es ist wirklich unglaublich. Jedes Jahr bin ich, glaube ich, dabei gewesen. Ich glaube, ja, 15, 16. Ich glaube tatsächlich. So 20 gab es ja keine Starnacht, aber ich glaube, ich war eigentlich immer bei einer Starnacht dabei. Und es ist immer schön. Es ist so ein Klassentreffen. Eben, und es ist auch irgendwie eine ganz spezielle Kulisse, oder? Weil du spielst ja an vielen Orten, aber was macht für dich so die Starnacht besonders? Es sind halt so mehrere Tage, eine Bühne, eine Show. Eine kurze Einlage. Du bist ja nicht länger als 5 bis 6 Minuten insgesamt auf der Bühne. Es ist wirklich kurz und knackig. Und dabei machst du halt viele Interviews, es ist sehr viel Promo immer. Aber du hast auch diese paar Stunden für dich dazwischen. Ich meine, ich werde heute schauen, was ich mache. Vielleicht ins Fitnessstudio und dann Wakeboarden wäre mal wieder geil. Ich habe da so die Munkeln gehört, dass man da Wakeboarden kann. Ich bin nicht gut, aber ich will es wieder machen. So kurz vor der Show eine Rippe brennen, das ist immer fantastisch. Mit Menschen mit was hingehen zur Show. Genau. Mit einem Rollstuhl. Gib's mir. Aber das heißt, du sagst, wenn man da mal dabei ist, das kann schon was, so Starnacht. Ja, es ist fantastisch. Also, und jedes Mal, wenn ich gefragt werde, so, ja, aus Bock, und natürlich, es ist einfach, natürlich, die Show hat mich auch von Anfang an in meiner Karriere unterstützt. Das finde ich so cool und natürlich will man immer wieder mit diesen Leuten dann arbeiten und dann sieht man sich so vor der Show vielleicht am Abend im Hotel, so bevor man gerade beim Einchecken im Hotel und hey, servus, wie geht's? Und man setzt sich alle zusammen und quatscht. Also wirklich da, ich habe ein paar der schönsten Momente meines Lebens echt bei Starnächten gehabt, das kann ich ehrlich sagen. Ja. Und diese schönen Nächte, die könnt auch ihr haben hinter dem Podcast, wenn ihr jetzt zuhört. Die Starnacht gibt es ja öfter, dieses Mal eben am Wörthersee. Die war dann schon Geschichte, wenn ihr den Podcast hört. Und die nächste gibt es dann in der Wachau. Mhm. Und zwar im September bei der Starnacht in der Wachau. Und Tickets dafür gibt es noch, wenn ihr da mal dabei sein wollt. Thorsten ist mit dabei auch? Nein. Noch nicht? Sorry, ich weiß nicht. Weiß okay. Ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Schauen wir mal. Warum nicht? Schauen wir mal, was wird. Tickets gibt es auf jeden Fall noch auf Ö-Ticket, wenn ihr da mal mit live dabei sein wollt. Thorstein, jetzt kommen wir zu dir. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was man über dich sowieso schon findet im Internet und würde gerne mal mit ein paar Hard Facts über dich starten. Ja. Du heißt Thorstein Ingi Einarsson. So ist es.
wie viele, Hand aufs Herz, wie viele falsch geschriebene Versionen von deinem Namen gibt es? Ich habe alleine bei meiner Recherche, glaube ich, 3 oder 4 falsche Namen gesehen. Jetzt wirst du lachen. Wir haben eine Liste. Nee. Ja, wir als Team haben eine Liste von Screenshots und E-Mails, wo Leute, und das Beste ist, das sind Leute, die was von dir brauchen. So, lieber Thorsten, wir bräuchten bitte einmal Querschnitt, wie, also wie heißt es, Querformat-Video. Und dann denkst du, Alter, weißt du, so, lieber Thomas Anderson haben wir mal gekriegt. Also wirklich verrückte Sachen. Und ich denke mal, du musst noch einmal googeln. So, nee, aber das da sind falsche Antworten. Ja, aber man, das Beste ist halt, man sieht halt so, ich glaube, so schreibt man es, ja, wird schon passen. Du merkst es, ein Google away from perfection, weil sonst sind es voll nette Anfragen halt und so. Und ja, wir lachen immer drüber. So, weil, und immer passiert es so, es passiert immer an den besten Tagen. Es ist so, du spielst die Donau, 80.000 Leute singen deine Songs zurück und dann am Tag drauf, lieber Thomas Anderson. So, ich habe mir deinen Auftritt angeschaut und gesagt, still got a whole lot of work to do. Also dann merkst, okay, weiter geht's. Aber damit ihr nicht auf dieser Liste landet, wenn ihr den Podcast hört, es ist richtig vorne, also beim Vornamen 2N und beim Nachnamen 2S. Ja. Thorsten Einarsson, weil es ist ja Einarsson. Eigentlich 2N, 2S. Das ist, genau. Also ich mache einfach, so mache ich mein Album in. Genau, genau. Thorsten Einarsson mit 2M. 2S, like ass. Du bist 28 Jahre alt, kommst ursprünglich aus Island. Ja. Deswegen dieser, erstens mal willkommen. Und du bist aus der Hauptstadt Reykjavik, also dort bist du geboren. Ich bin in Reykjavik geboren. Ich habe dann 2 Jahre, von 2 bis 4, glaube ich, war das, am Land in Island tatsächlich gewohnt. Das hat mir auch gut getan irgendwie so. Da haben wir, kennst du den Vulkan Eyjafjallajökull? Der Vulkan, der den ganzen Flugverkehr lahmgelegt hat, der heißt Eyjafjallajökull. Das ist der, was keiner aussprechen konnte. Das ist mein Partytrick übrigens. Und wir haben, und das ist kein Scheiß, direkt unter dem Vulkan gewohnt. Wirklich? Direkt drunter. Da war eine Schule daneben, mein Papa war der Schuldirektor und direkt drunter haben wir so ein Häuschen gehabt. Aber das gibt es jetzt noch, das Haus, oder ist das durch den zerstört? Okay. Ja, aber ich meine, ich finde es lustig, wo der ganze Flugverkehr und ganz Europa berichtet wird und wieso da ist unser Haus. So. That's my hood. Ja, es ist meine Hood. Das aber sind unsere Nachbarn, alle 2. Also was war das? Ja, es waren wirklich 2. Aber das wäre die nächste Frage gewesen, so ein bisschen isländischer Exkursen nach Island. Mhm. Das ist, was ist so für dich, das ist ja eine der, also die zweitschwierigste Sprache zu lernen. Was ist das komplizierteste, schwierigste Wort für dich auf Isländisch? Der Vulkan. Ich mein, es gibt das längste Wort der Welt, ich glaube, das ist auf Isländisch, aber ich meine, das längste auf Isländisch ist absurd lang, das weiß ich nicht mal auswendig, also das klingt wie ein Gedicht. Wirklich, es ist irgendwie, also es ist absurd. Aber das schwierigste Wort, ich glaube, mein Name ist generell einfach beschissen. Weil ich hab, und das Lustige ist alles, der ist so komplizierter Name. Das ist die simple Version von meinem Namen. Die echte Version ist Thorsten Einarsson. Thorsten Einarsson. Thorsten Einarsson. Und deswegen Thorstein. Thorstein. Wir haben es wirklich simpler gemacht. So, es könnte noch Thorsten sein, aber dann haben wir gedacht, na, es gibt so viele Thorstens, ich will Thorstein sein. Ich will wenigstens ein bisschen isländisch in mir haben. Genau. Du warst ja auch lange eben, also so lange nicht in Island, bist dann im Kindesalter nach Österreich gezogen. Genau. Mit deiner Familie, denn es hat mit deinem Vater, glaube ich, über das spreche ich dann eh noch ganz genau. Dein Vater ist eben durch seinen Beruf. Genau, ich bin halt eigentlich mit 5 zum ersten Mal nach Österreich gezogen. Mit 8 aber dann zurück wieder nach Island und dann mit 13 wieder nach Österreich. Also ich bin wirklich oft umgezogen in meinem Leben. Ich glaube, also ich habe mal nachgezählt, das waren irgendwie 20 Mal in 25 Jahren. Ich glaube, mit 25 war es wirklich oft. Aber jetzt seitdem wohne ich in Gmunden, seit 3 Jahren jetzt. Und das ist das Längste, wo ich jemals an einem Ort gewohnt habe. Das ist super. Und dir gefällt es in Gmunden? Oh, ich liebe es. Und genau, mit 18 Jahren, über das werden wir dann auch später noch ganz genau sprechen, war so der erste Schub der Gesangskarriere, denn da warst du bei der ORF-Casting-Show Die große Chance. Und seitdem kennen wir dich von Songs wie, machen wir so, ich sag's, wie sie heißen und du stimmst das ganz kurz an, dass wir... Okay. Probieren wir es. Lea, das ist also das, was Lea, die meisten... Lea, Lea. Kryptonites. Oder ganz, ganz neu, Hotel Heartache. Welcome to Hotel Heartache. Woo.
Wir sollten eine Band gründen. Ja, singst bei mir Backings auf der Tour. Und mit deinen Songs hast du schon ganz viele Preise abgeräumt. Du hast sehr jung einen Amadeus Music Award bekommen, hast 3 veröffentlichte Top-10-Alben in Österreich erlangt und über 20 Millionen Streams deiner Songs auf Spotify und auf Co. Co. Jetzt haben wir ganz viele so Facts über dich gehört, die es eh schon gibt. Am Anfang vielleicht noch, was gibt es über Thorsten Einarsson, das wir nicht googeln können oder was wir noch nicht wissen? So ein Fact, was wäre das? Eine Eigenschaft oder? Wie viel Arbeit dahinter steckt? Ich glaube, das ist der richtige Podcast dafür. Aber ich glaube, die Leute wissen nicht, wie fanatisch ich im Studio sitze und arbeite an dem, um das zu machen, dass es so ist, wie es rauskommt. Es ist halt, es ist nochmal schwierig, weil ich auf Englisch Musik mache in einem Land, aus einem Land. Es ist heimische Musik auf Englisch, was es halt, die Leute müssen einen Song von mir wahrscheinlich 5-mal hören, bis sie überhaupt an den Text denken. Wenn ich auf Mundart singen würde, dann ist natürlich, geht's direkt in die Seele. Also ich muss dann wirklich sehr viel arbeiten, dass die Songs es auch wirklich schaffen. Das heißt, viele Interviews auch machen und schauen, dass es gut promotet wird. Da habe ich Gott sei Dank so ein fantastisches Team, das das macht mit mir. Aber es ist wirklich, wirklich viel Zeit. Das heißt, wirklich. Du lebst dein Leben, deinen Beruf einfach komplett aus. Ja, es ist wirklich mein Leben, dieser Job. Ich könnte auch nichts anderes so intensiv machen. Ich denke, ich habe eine Kochlehre gemacht und ich bin ja jemand, der gut arbeiten kann. Aber um etwas auf dem Level so intensiv zu machen, musst du es auch wirklich lieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, so viel Zeit mit etwas zu verbringen und es nicht gern zu machen, muss ich ehrlich sagen. Also ich mache das so gern und ich liebe es. Aber es nimmt auch sehr viel Energie. Also irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sagt, ich brauche Urlaub. Aber nimm uns ein bisschen mit, wenn du sagst, es ist sehr, sehr zeitaufwendig, ist es wahrscheinlich, geht es über einen 40-Stunden-Job hinaus in der Woche? Das definitiv. Ja, definitiv. Also wenn man mit Meetings, mit Interviews, was keiner auch einrechnet, ist das Autofahren, das Zugfahren, das Reisen. Also für ein paar Interviews in Kärnten sitze ich dann 6 Stunden im Auto. Wahnsinn, ja. Und ich habe noch keinen Chauffeur oder irgendwas, so ist es auch nicht, weil der österreichische Markt ist jetzt nicht so gigantisch, dass man sich einfach so einen Chauffeur leisten kann immer. Und, aber wie gesagt, ich habe Gott sei Dank ein Team, was auch fährt und mein Manager und immer dabei ist und so. Aber das sind, allein die Autofahrten sind schon ein Teilzeitjob, würde ich sagen, ist wirklich Autofahrten. Dann die Interviews natürlich selber und dann Studiozeiten. Was da, also für einen Song, das sind Wochen. Die ich wirklich da sitze. Also aber umso schöner, wenn man das mit Herz und Blut machen kann. Und ja, das ich liebe es auch. Das dein, ist sonst deine Erfüllung. Genau, und sonst könnte ich das nicht machen. Ich könnte es sonst nicht machen. Genau. Thorsten, starten wir bei dir auch mit der Geschichte ganz vorne. Du bist eben, haben wir jetzt schon öfters erwähnt, in Island geboren, in Reykjavik und bist dann in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Wie war so die Kindheit? Wie ist die Kindheit bei Thorsten Einarsson abgelaufen? Recht gut, würde ich sagen. Also ich bin viel rumgezogen, immer hin und her. Ich glaube, es gibt Leute, die das voll belasten würde oder so, aber für mich, ich bin so ein sozialer Mensch, ich habe immer mit cool, wir ziehen um reagiert. Also ich bin sehr glücklich, dass ich so reagiert habe, weil das so war, bin ich einfach als Mensch, weil ich denke, wenn ich so einer wäre, der eine Freundesgruppe hat und einfach unbedingt die behalten muss, also für mich ist cool, neue Freunde, mehr Freunde, so habe ich es immer gesehen. Also ich bin sehr dankbar für den Optimismus, den ich immer hatte. Ja. Mhm. Das heißt, der bringt dich schon durch dein 28-jähriges Leben, der Optimismus. Okay. Jetzt, wow. Nein, es ist kein Flugzeug, es ist hinter uns fährt der Zug. Es kann sein, dass der uns öfter noch stört. Aber alles gut. Aber it's part of it. Genau, it's part of the game. Und dann bist du eben mit 4, 5 Jahren, haben wir schon auch gequatscht vorher, nach Österreich gezogen mit deinem Vater und mit deiner Familie. Warum? Dein Vater war ja auch musikalisch. Ja, immer musikalisch. Er war immer in Rockbands hauptsächlich. Aber er war Schuldirektor, wie gesagt, unterm Vulkan. Und dann hat ihn eine Kollegin gesagt, hey, du solltest Opernsänger werden. Du hast so eine tiefe, laute Stimme. Und, von wo die der Thorsten wohl hat. Wow, surprise. Wow. Und dann hat er tatsächlich einfach eine Kassette ein bisschen Unterricht genommen, eine Kassette gemacht, wo er singt. Einfach vor einem roten Vorhang. Ich kenne das Video noch. Hat es nach Salzburg geschickt. Ich glaube, da war keine Riesenhoffnung oder irgendwas. Zum Mozarteum. Und die haben ihn angenommen. Und dann, und das war, er war Anfang 30, glaube ich. Also entweder Anfang 30 oder Ende 20. Also es war wirklich spät in seinem Leben. Und ich finde das voll cool, dass er das einfach gemacht hat. So, er hat schon seine Ausbildung, alles gehabt, ein wunderbares Leben als Direktor. Und dann so, ich werde mal Opernsänger.
Das finde ich voll cool. Also, voll. Und dann auch diese Entscheidung zu treffen, okay, man hat eine Familie, man muss das irgendwie dann doch hinter sich lassen. Ja. Wie war das aber für dich? Weil ich das stelle mir vor, ich meine, du hast gesagt, du bist sehr motiviert immer gewesen und sehr positiv gestimmt. Aber wie war das für dich, wenn du dort deinen Freundeskreis gehabt hast und plötzlich heißt, okay, wir fahren nach Österreich und wir bleiben dort? Ja, es war deswegen, es war für mich wirklich nie so schlimm, dieses Umziehen irgendwie so. Es ist einfach ein Teil vom Leben irgendwie so. Ich glaube, wenn ich 4 Jahre wo wohnen würde und dann ziehen wir um, das ist schwierig. Oder du wächst auf mit 10 und dann musst du umziehen. Aber es war so regelmäßig. Es war irgendwie, ich habe halt irgendwie, ja, so ist mein Leben, so ist das Leben von mir und meiner Familie. Es ist alles gut. Also das ist nicht irgendwie ein Drama, absolut gar nicht so. Es gibt Leute, die müssen alle 6 Monate umziehen, weil ihr Papa in Amerika in der Militär ist. Also es gibt so viele Beispiele von, also ich, für mich war es einfach cool, neue Challenge und neue Sprache, das hat mich fasziniert, einfach cool, eine neue Sprache. Ja, und vor allem in dem Alter, da lernt man es gern und ja, hat man Spaß dabei. Dann habe ich einfach super RTL geschaut irgendwie als Kind und habe zum ersten Mal Fruchtzwerge gegessen im Sommer in Österreich. Und ich meine, Sommer in Österreich, da hat es 30 Grad und das ist für einen Isländer einfach, ich wohne quasi im Urlaub. Also ja. So dumm. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man versucht, die Sachen immer positiv zu sehen und nicht irgendwie aus Selbstmitleid die ganze Zeit hat. Und, ich habe so Macht das Leben einfacher. Mach's dir einfacher. Das Leben ist eh geil. Genau. Wir sind da. Es ist die Chance, die Chance, dass wir da sitzen, überhaupt als Menschen, dass wir existieren, ist sowieso so unfassbar gering. Also genieß doch, dass du da bist. Du hast eine Chance, das zu leben. Gönn's dir einfach. Genau. Auch ein Scheißtag kann gut werden. Ja. Hau dich ins Eisbad. Und was? Get over yourself. Stop being a drama queen. Aber du, was ich mir auch noch sehr cool vorstelle, du hast dann irgendwie doch Leute irgendwie auf der ganzen Welt, oder? Island ein paar und da, wo du hinfahren kannst. Ja, ich habe überall Familie. Ich habe auch in Schweden Familie, ich habe in Dänemark Familie. Wir sind einfach so eine Family. Wir sind, cool. Also wir sind überall irgendwie, ja. Hat auch sehr, sehr viele Vorteile auf jeden Fall. Die Vorteile über Songwriting-Session in Kopenhagen, ich brauche kein Hotel. Genau, ich komme mal. Ja, genau. Thorsten, dann hat das Ganze, dann seid ihr eben umgezogen, habt ihr in Österreich eine Weile gewohnt, dann bist du aber wieder nach Island gezogen. Mhm. Und so mit 8 Jahren herum hat es dann, also du hast gesagt, du hast immer schon ein bisschen geschrieben, Songs geschrieben und so, genau. Aber mit 8 Jahren hat das alles so seinen Lauf genommen. Ja. Wie hat das Ganze gestartet, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe mal ein Lied? Also ich habe, es ist kein Witz, ich habe mit 5 das erste Mal Lieder geschrieben. Das war wirklich irgendwie so. Und dann hat mein Papa so ein Homestudio gehabt und hat das irgendwie dann so arranged, dass es viel besser klingt, als es wirklich war. Aber es hat mir den Mut gegeben, so, hey, ich kann das. So, jetzt, wenn ich zurückblicke, ist es so, hey, du konntest gar nichts, aber es ist cool. Du hast mal ein Gespür kriegt für Melodien und so. Und dann mit 8 so ein bisschen mehr so Akkorde, ein bisschen lernen und so. Und wirklich so Songwriting, wo ich dann gecheckt habe, da Strophe, da Refrain. Und war halt dann so mit 11, würde ich sagen. Dann habe ich so eine Band gegründet und ich habe gesagt, okay, ich schreibe. Mit 11 schon? Mit 11, ja. Dann habe ich den Jungs gesagt, okay, ich schreibe die Songs. Und ich habe einfach jede Woche mehrere Songs geschrieben. So Kack-Songs. Definitive Kack-Songs. Aber es war Übung, ohne dass ich es gemerkt habe. Das ist ja die schönste Art von Übung, wenn du nicht merkst, dass du eigentlich gerade voll hart arbeitest und etwas so und alle sagen so, hey, ja, wir gehen jetzt Fußball spielen, wir gehen das machen und du so, nein, ich muss das machen. So, und nicht, weil du irgendwie gequält wirst, das zu machen, nicht irgendwie, ja, nein, ich habe Tanzunterricht, sondern es ist so, na, ich muss das machen, weil ich weiß, dass es mir gut tut, so, ich brauche das. Mhm. Und obwohl es manchmal anstrengend ist und schwierig ist und kopfzerbrechend ist, aber so, ich brauche das. Ja. Und das war irgendwie schön, dass ich das gemacht habe, ohne zu merken, dass ich gerade eigentlich hart arbeite. So nebenbei gegangen. Ja. Aber hast du dieses, wie hat dein erstes Lied geheißen, was du geschrieben hast? Treehouse. Wirklich? Das war das mit 5 Jahren? Ja. Treehouse war halt so, das war E-Dur, A-Dur, sitting in my treehouse. Es war wirklich grässlich. Fuck. Aber ich meine, so, und lauter solche Sachen, da habe ich, also lauter Songs geschrieben einfach. Und wir haben es dann arrangiert so mit der Band, so. Aber in der Garage und wir haben einfach gemacht. Und ich zu der Zeit denke ich natürlich, diese Songs sind absolute Banger und die Welt muss sie hören. Und ich bin zum quasi ORF in Island gegangen. Und jede Woche bin ich dort gesessen, die wollten mich immer raus und ich habe einfach gesagt, ich will ein Interview. Und ich war 11, also, und ich habe immer geglaubt, hey,
Und ich habe so, was wollt ihr? Und ja, wir haben ein Interview ausgemacht. Und wir haben eigentlich gar kein Interview ausgemacht. Und dann haben es die Hauptmoderatorin. Und dann auf einmal waren wir wirklich schon bei der Moderatorin. Und sie so, ich habe keinen Termin stehen. Und ich so, hi. Sie so, hi Jungs, haben wir E-Mails geschickt oder so? Und ich so, na, gar nicht. Und das hat ja so taugt. So, und ich, mit 11 wusste ich auch, dass ihr das gefallen würde. So depper das klingt, so voll strategisch, so Schachbrett-Level-Shit. Aber für mich war so, die wird verstehen, dass ich eigentlich was Cooles mache, indem ich mich da irgendwie rein muss. Und dann war es halt da, ich habe keine. Oh. Und ich so, ja, wir haben eh keinen Termin, aber wir sind eine Band. Und sie ist okay. Und sie war gleich so, ja, setz mal her. Und dann habe ich ihr so eine CD gegeben, die Demos von meinem Dad aufgenommen. Und sie so, ja, es ist ziemlich cool. Und dann haben sie tatsächlich so ein Segment gemacht mit echt? Uns. Ja, ein Segment. Aber das zeigt dir dann, man muss hartnäckig bleiben. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Es schaut nach außen hin oft so aus, es wird alles wie am seidenen Faden funktionieren. Aber du hast bei dem Interview, weiß nicht, wie oft zigmal nachrennen müssen und sagen müssen, ja, immer. Es ist, so ist das Leben. Es schenkt dir keiner wirklich was. Also man braucht auch Glück. Für so den richtigen Durchbruch und brauchst dann Glück. Aber vieles kann man sich auch einfach holen, mit dem man einfach stur ist und dann das glaubt, was man macht, also wirklich dran glaubt. Und ja, also ich finde, Leute sollten sich nicht so entmutigen lassen, weil es wird immer keine Zeit, nein, absagen. Das ist das Normalste der Welt. Aber du musst halt dastehen und denken, ihr habt's nicht recht. So, genau. Ihr habt da recht. Aber es schaut halt in unserer heutigen Welt so aus, es würde alles bei anderen so funktionieren, weil ja nur das transportiert wird. Was man auch sagen muss, ist, dass manchmal ist dieses Glaub an deine Träume und mach das, ist auch manchmal, kann auch zu weit gehen, weil es ist auch wichtig zu denken, warum sagen die Leute nein? Was mache ich falsch? Was könnte ich anders machen? Das ist auch, also Feedback holen ist wirklich wichtig. Und wenn man Musik macht, ich schwör's euch, Familie wird euch nie sagen, ob die Bassdrum zu laut ist oder die Snare kacke klingt. Die werden euch das nicht sagen. Die sagen, super, mein Sohn macht die beste Musik der Welt. Es ist immer so. Gehst zu anderen Musikern und sagst, hey, Alter, ich will wirklich ein ehrliches Feedback. So, demolier mich jetzt. So, zerstör meine Träume. Und dann sagt er, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen. So, wirklich, weil, wenn du nie eine professionelle Session hast, versprich ich, jemand kann deinen Song auseinandernehmen. Ja. Aber das ist wichtig, weil dann fangst du nochmal an. Und das machst du dann so, weiß nicht, 250 Mal. No shit. Und dann irgendwann, weißt du was? Gut. Also, ich würde erstmal ein paar Songs schreiben, bevor ich an Radiosender gehe. Hm. Also, wenn ich es empfehlen darf. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass man, bis man mal gute Songs schreibt, so locker 200 Songs schreiben muss und die sind einfach kacke. Die sind einfach für den Arsch. Es ist leider so. Es ist einfach Fakt. Aber wie hat es in dieser ganzen Zeit bei deinem Karriereaufbau mal so einen Moment gegeben, wo du da dachtest, ich weiß nicht, soll ich das noch weitermachen? Oder? Nie. Nie? Nein. Kann ich ehrlich sagen, es gab nie einen Moment von, ach, bin ich gut genug oder nein. So. Aber das auch, weil du wahrscheinlich selbst an dir nicht gezweifelt hast, oder? Nein. Aber wäre das so ein Tipp, den du weitergibst, wo du sagst, okay, wenn man ein Ziel im Auge hat und irgendwie dem weiterverfolgen will, dann muss man einfach dranbleiben und an sich glauben? Ja, es ist halt, es gibt Tiefen, es gab auch für mich sehr viele Tiefen, emotional und alles, wo ich wusste, ich mache es nicht so gut, wie ich es machen kann. Zum Beispiel, was war da so? Generell so Phasen beim dritten Album. So, wo ich, da war ich sehr viel rauf und runter. Einfach, und zweites Album sowieso, war ich eigentlich nur unten irgendwie. Aber ich habe gewusst, so ja, ich habe schon Stunden reingesetzt und ich habe alles gegeben, dass es so, nicht alles, das ist halt das, ich habe nicht alles gegeben, weil ich halt feiern wollte und jung war und deppert war. Also, ja, Aber was war so eine Motivation, wenn du wirklich am Tiefpunkt warst? Und du gedacht hast, ach, irgendwie ist... Shackles zum Beispiel, als ich Shackles geschrieben habe, das war wirklich ein Tiefpunkt. Da hat mich ja mein Manager in Wien abgeholt und gesagt, hey, jetzt ziehst du bitte nach Gmunden, dir geht's nicht gut. Mir ging's wirklich psychisch nicht gut, das war nach Corona. Ich habe, glaube ich, 18 Kilo zugenommen, habe mir eine Glatze rasiert, aus irgendeinem Grund einen weirden Schnauzer gehabt. Ich wollte einfach nicht, dass Leute mich erkennen für mich. Ich habe absolut meine Identität verloren. Und dann habe ich ein halbes Jahr keinen Song geschrieben. Aber es war nie irgendwie so, ich kann das nicht so. Und dann gab es diesen Moment von, okay, du hast eine Session morgen. Weil ich habe gesagt, ich brauche eine Session mit neuen Leuten, ich will was probieren. So. Und das war halt nicht erlaubt, dass man sich trifft, weil es war Corona. Und dann war es per Zoom eine Session. Also, okay, machen wir trotzdem. Und ich weiß noch, dass es so ein
puh, ich habe jetzt länger nichts geschrieben. So, okay, vielleicht, und das war so dieses, vielleicht muss ich schon wieder jetzt ein paar Monate schreiben, dass ich wieder auf das Level komme, wo ich war irgendwie so. Und in der ersten Session, und dann habe ich Shackles geschrieben und ich, es war so, na, das kann ich. Und das war so ein, fuck ja, so jetzt, Gemma, geht schon. Und danach gab es trotzdem wieder Tiefen, das ist ja das. Jetzt geht es mir wirklich gut seit längerem, muss ich echt sagen, seit 2022. Aber es waren viele Höhen und Tiefen und man muss sich selber einfach zeigen, dass man gut ist, glaube ich. Dieses Ding, okay, wenn du zweifelst, so, na, dann geh in eine Karaoke, wenn du Sänger bist zum Beispiel, und du zweifelst, also, fuck, bin ich überhaupt gut. Geh in eine Karaoke bei und zerleg die. Wirklich. Sing Frank Sinatra oder weiß Gott was und zeig allen, schau, ich bin besser als ein durchschnittlicher Sänger. Irgendwie, das hol dir das selbst. Auf, ja, pepp dich auf. Egal wie. Und das kommt eh sonst organisch, wie gesagt, dann sagst du irgendwann, ah, ich brauche eine Session, okay, und dann schreibst du eh was Geiles. Also, ja. Aber das heißt, deine Selbstmotivation hat dich dann immer wieder rausgeholt. Ich glaube schon. Packen wir es wieder an, ja, und gehen wir es an. Aber es war irgendwie so ein Mindset-Ding, weil ich glaube, ich hatte zu der Zeit irgendwie nicht, jetzt habe ich mehr Mindset-Zeug, aber irgendwie habe ich einen guten Instinkt, glaube ich, einfach gehabt. Irgendwie einen guten Instinkt, auch für Melodien generell. Das war immer mein so Lebensretter, war immer schwierige Lage irgendwie, vielleicht nicht gerade irgendwie ein Hype, aber eine coole Melodie ist rausgekommen. Okay. Und, ja. Aber kommen wir ein bisschen weiter zurück noch bei deiner Karriere, denn jetzt mit 18 Jahren war ja so ein bisschen dein Booster, sagen wir so, die ORF-Castingshow, die große Chance. Das war der Anfang von allem, ja. Genau. Ich sagen, ja. Gäbe es die nicht, weißt du wahrscheinlich nicht, wie du jetzt dastehen würdest. Ich keine Ahnung, ne? Ich glaube, das war so, da war ich Kochlehrling. Ich bin immer in einen Karaoke-Bass gegangen, um zu singen. Ich wollte singen üben und habe nachmittags dann immer zwischen den Schichten Songs geschrieben. Das war mein Leben. 5 Tage die Woche zwischen den Schichten Songs schreiben und dann am Abend Karaoke Bar. Repeat. Also für wie viele Jahre? 3 Jahre. Ach, warte. Also wirklich durchgehend. Und es war halt einfach für mich sehr wichtig, dass ich das mache, weil ich habe so ein, ich finde eins der besten Sachen auch für jemanden ist, wenn man beleidigt wird und das persönlich nimmt. Und mich hat eine Musikschule in Salzburg damals nicht angenommen. Also ich war eigentlich im Jänner angenommen, aus der Hauptschule. Und dann ist mein Abschlusszeugnis doch nicht gut genug gewesen. Und dann habe ich gesagt, na, kann man nicht nehmen. Und ich hätte sonst Musik, weil ich wollte ja ein Musikding gehen. Und ich habe das so persönlich genommen, irgendwie so, ihr Wichser. ich sage nicht, welche Schule es war, aber es war so ein Musikzeug irgendwie. Und für mich, und ja, muss ja Kochlehrling werden. Ist auch ein kreativer Job, whatever. Aber fuck, ich muss ja irgendwie das hinkriegen. Aber das heißt, du hast diesen Traum vor dir gehabt. Ja. Du wirst Musiker werden, ja, du wirst jetzt diese musische Karriere und dann plötzlich sagen die, hey, na, wir nehmen den nicht auf. Ja. Da bricht irgendwie schon ein bisschen ein Haus zusammen, oder? Es hätte mich brechen können, wirklich. Also, aber ja, und dann sitzt du halt irgendwie in einem Hotel, kochst da den ganzen Tag und deine Freunde sind halt noch in der Schule irgendwie und ich war halt wirklich gepisst. Also wirklich, und ich habe dann gedacht, okay, und ich konnte nicht mal eine Band gründen, weil die Arbeitszeiten sind so geschissen. Und für mich war so, okay, dann schreibe ich am Nachmittag Songs und dann gehe ich in die Karaoke-Bar. Und es gab da lange keine Castingshow irgendwie. Und dann, wenn irgendwas passiert, dann whatever. So andere Künstler gesehen, die sind irgendwie in der Zeit alle aus Castingshows gekommen. In Österreich. Und dann habe ich das gesehen, große Chance. Ich war 18 und ich wusste, ich bin ready. Ich habe es meinem Papa gesagt, er hat gesagt, ah, warte noch. Gott sei Dank habe ich nicht gewartet, weil stell dir vor, dann wäre es 10 Jahre bis zur nächsten Staffel gewesen. 10 Jahre. Die war erst jetzt, ja? Wo das du ist dann absurd. In der Sonst wäre das. Und ich so, na, jetzt. Ich muss es jetzt machen. Ich war so gepisst. Jetzt allen zeigen. Und dann war einfach das Ziel, okay, ich will da mitmachen. Ich gebe mir ein halbes Jahr Zeit. Hör auf mit dem Kochen. Mach die LAP fertig und dann lasse ich das. Ich bin ein halbes Jahr Zeit. Ich will einen Plattenvertrag und dann will ich im Radio laufen. Das war einfach das Ziel. Plattenvertrag und dann im Radio laufen. Und genau so ist es gekommen. Erste Session haben wir leer geschrieben, ja. Das war dann. Da habe ich einen Lukas Hillebrand, meinen Producer kennengelernt und Co-Writer. Und kein Scheiß, ich gehe da runter ins Studio, es war so ein Keller in Wien. Und ich höre einfach dumm, da gott, da gott, dumm, da gott, da gott, da gott, dieses Gitarrenbett. Und ich so, was ist das? Ah, schreibe ich gerade für so eine Künstlerin. Und ich so, na, tust du nicht. Ich will das haben. Und das war meine erste Session mit 18. Ich will das haben. Und er so, doch. Und so, ah, ich weiß nicht, na, bitte. Vertrau mir, und dann habe ich einfach There Goes a Girl, und das ist losgegangen, alles mit Lee, und das war einfach so magisch, diese Session. Es war so, das Universum, so nach den 3 Jahren kochen und nicht in diese Schule reinkommen, es war halt so ein, hier ist ein Hit und jetzt mach das Beste draus, so bitte, so als wäre halt von oben mir immer gesagt, okay, weißt du was,
hier ist eine große Chance. Aber das war irgendwie dann doch so, so nach langem, hartem Durchbeißen hat sich's dann gelohnt. Also voll. Das ist ja auch irgendwie auch das Ziel des Podcasts zu sagen, hey, es läuft nicht bei jedem beim ersten Schritt vor die Tür, sondern es ist ein hartes Arbeiten. Ja, und ich glaube, es läuft dann auch besser, wenn du oft so Absagen und Leute Nein gesagt haben. Und ja, ich glaube, das baut einfach deinen Charakter auf, so ja, deine Mentalität, das baut es irgendwie auf. Ja. Und ich meine, was danach passiert, natürlich große Chance 18, dann glaubst du natürlich ganz schnell, dass du super bist, aber... Man muss auch trotzdem dann dranbleiben. Genau, aber nimm uns ein bisschen so mit in dein 18-jähriges Ich damals. Du hast dann als einziger Mann, glaube ich, ins Finale geschafft, bist dann Vierter geworden. Was hat sich danach dann so geändert oder wie war das für dich? Ist es dann so über die Nacht plötzlich ein Star? Nein, ich meine, so in Salzburg war es irgendwie so, haben die Leute dann gesagt, hey, da draußen war es noch der Typ, der immer in den Karaoke-Bars war. Das war so dicht von der Dude, der Typ, der immer Karaoke singen war. Der ist jetzt, der ist bei Sony unter Vertrag und so, was? Und das hat man schon gespürt irgendwie. Und es war einfach schräg auf einmal, ja. Also alles war ein bisschen anders. Es war einfach, ja, du machst auf einmal Musik. Du stehst in der Öffentlichkeit plötzlich? Stehst in der Öffentlichkeit. Ich meine, da muss ich sagen, da hat mein A&R zu der Zeit, Nuri Nurbasch, der hat mich auch entdeckt, da war der große Chance und hat mich gesigned. Und fantastischer Typ, wirklich. Mit dem Arbeiten war es so schön. Ist leider nicht mehr bei der Sony und wir arbeiten nicht mehr so zusammen, aber irgendwann werden wir sicher mal wieder was machen. Fantastischer Typ und der hat das so gelöst, weil er gesagt hat, hey, Thorsten, Leia funktioniert ganz sehr gut. Wenn wir ein Musikvideo machen mit Leia oder den nächsten Singles, wo du immer vorkommst und wir dir dein Gesicht zeigen, dann wirst du aber der Typ von der großen Chance sein. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte, dass meine Musik das Sprechen macht. Also haben wir nur Videos gemacht, wo ich nicht vorkomme. Eine Zeit lang. Wenn man das beobachtet, dann sieht man, ich komme immer mehr langsam in die Videos. Und das war total geplant. Okay. Und das hat mich dann auch ein bisschen von der Öffentlichkeit geschützt. Das heißt, ich war einfach ein dummer 18-Jähriger, der hat Songs schreiben konnte. Habe halt meinen Unsinn gemacht und so, aber es war jetzt nicht so, als wären die Paparazzis und jeder hat mich erkannt. Also... Okay, das heißt, du bist dem somit ein bisschen ausgewichen. Genau. Aber sobald du dann trotzdem in der Öffentlichkeit bist... Bist du auch Ziel von Kritik? Wie gehst du mit sowas um, wenn du an eben, das ist alles dein Herzensprojekt und dann plötzlich bekommt man Kritik von außen? Ich muss echt sagen, ich habe nie sowas gelesen und Kommentare lesen interessiert mich gar nicht. Irgendwann, ich weiß noch, ich habe irgendein TikTok gemacht für Shackles damals. Das ist so lustig. Die Idee von der Plattenfirma war... Zerstör irgendein Objekt aus deiner Vergangenheit vor der Kamera und sag den Leuten, sie sollen das auch machen, weil I'm a break loose, I'm a break free. Und ich so, und das war so die junge, neue Zeit von TikTok, wo es gerade losgegangen ist. Und ich so, das ist fucking stupid, aber okay, wurscht, mach mal. Weißt du, weil sonst haben sie eine Ausrede, wo sie sagen können, ja, der Song hat nicht funktioniert, weil bla bla bla, du hast nicht das TikTok gemacht. Genau. Und ich so, okay, habe irgendein altes, also nicht Keyboard, sondern eine Tastatur, die schon längst kaputt war, irgendwie zerstört. Und das Ding hat so einen Shitstorm bekommen. Also, spend's doch lieber. Und es ist ein Plastik-Keyboard, was wirklich, das will keine Sau. Also, und es war schon kaputt. Kaputt auch schon. Ja, ich meine, jetzt kann ich mich gerechtfertigen, aber ich habe nie irgendwie was drüber gepostet, weil sie so, willst du ein Video machen, wo du es erklärst? Und ich so, na? Und dann, aber, und sie so, ja, sollen wir Kommentare deaktivieren? Und ich so, nein. So, das sind irgendwelche Kids auf TikTok, die jetzt... moralisch sich super fühlen, weil sie kommentieren. Und das ist so witzig, so, das ist mir wirklich scheißegal. Okay. Aber das hast du immer schon gehabt oder hast du dir entwickelt? Immer schon. Deswegen, wo du sagst, auch mit 18 und ich denke mir, hey, ich schreibe hier die Songs und tue das Beste, was ich machen kann. Wenn irgendwer glaubt, das soll super Kritiker sein, cool, schreibe einen besseren Song. Ich weiß nicht. Dann wirklich. Also ich finde es so, wenn sich jemand die Zeit nimmt, sich negativ über was zu äußern, die Zeit nimmt zu kommentieren, dass ich das nicht mag, dann denke ich mir, wie faul muss sein, wie fad muss dir sein, so, du musst auch traurig sein. Und ich denke mal, ich kommentiere nicht mal zurück, so, es ist mir wirklich wurscht. Also es ist so, und wenn man es dann liest, dann denkt man sich, wow, die Leute sind echt scheiße drauf teilweise in der Welt. So, ich verstehe es auch, es ist eine schwierige Zeit, aber ich denke mal dann, wenn jemand versucht, seine Musik zu machen, musst du den schlecht machen? Jesus. Ja. Also. Aber gut, wenn man so eine Denkweise schon hat, oft viele strugglen damit, wenn es einmal plötzlich einen negativen Kommentar gibt. Und dann, Wie gesagt, du versuchst es wenigstens und auf das
so würde ich immer zurückgehen. Hey, voll. Du machst das, was du machen willst. Ja. Die anderen kommentieren darüber. Alles gut. Voll. Ich würde gerne noch eine Zeit in deinem Leben, wir sind jetzt nicht ganz so chronologisch, aber egal, man kommt trotzdem mit. Eine Zeit würde ich trotzdem gerne auch ansprechen bei dir. Das war, denn da bist du dann wieder nach Island gereist, ja. Die Scheidung deiner Eltern. Du warst ja da in Österreich damals. Genau. Weil ich bin selbst ein Scheidungskind und ich weiß, wie viele positive und auch negative. Achso. Scheidungskind. Echt? Ohne C, weil ich Ausländer bin, wirklich. Das war mein Running Gag. Scheidungskind falsch geschrieben. Echt? Aber das war ernst gemeint, oder? Ja, ja. Naja, nicht ernst gemeint. Halt, ich wusste, das wird kein Durchbruch. Ich war, weiß nicht wie alt, aber das fand ich so witzig. Scheidungskind ohne C. Wissen wir das auch? Okay, also vor Thorsten Einersen war es Scheidungskind. Ja. Aber was hat diese Zeit, weil die hat ja doch viel Positives im Nachhinein gesehen, aber an sich viel Negatives, was hat die mit dir gemacht? Wie gesagt, ich bin immer so der gewesen, dass ein cool mehr Geschenke zu Weihnachten. So, es ist halt, ich weiß nicht, es gibt, du weißt es auch so, du sagst, du bist auch ein Scheidungskind. Es ist, wie es ist. Ich finde nie, dass. Ich glaube nicht, dass jemand eine komplett andere Persönlichkeit entwickelt oder einen anderen Lebensweg eingeht oder sich komplett verliert, weil er Scheidungskind ist. Ich glaube wirklich nicht, dass es so ist. Eben, also, und im besten Fall kannst du viel Positives daraus ziehen. Ja. Und das aber bei dir war es ja dann damals so, dann hat sich die Familie ein bisschen gesplittert, oder? Voll, ja. Die Mutter mit deinem Bruder, mit deinem großen Island. Genau. Island. Ja, ist nach Island und ich bin dann später zu meinem Papa gezogen. Aber ich meine, ich habe auch sehr Glück in der Situation. Es gibt auch Situationen für Scheidungskinder, muss man sagen, wo es ein Horror ist, weil der Stiefpapa absolut schreckt. Also das gibt es auch. Und um Gottes Willen, dann sollte man auch was sagen, wenn das so ist. Bitte, also dann sollte man sich Hilfe holen. Da gibt es leider sehr viele Situationen. Aber für mich, ich habe einen unglaublich coolen Stiefpapa. Ich habe eine unglaublich coole Stiefmama. Und ich habe einfach mehr Menschen, die ich lieben kann. Also wirklich, ich sehe das wirklich so. Die sind fantastisch. Und mein Stiefpapa ist auch riesen Liverpool-Fan, wie mein Vater. Hat auch Gitarre in der Rockband gespielt, hat mir auch Gitarre beigebracht. So, ist ja super, ich habe einfach mehr. Also, Win-Win-Situation. Ja, meine Stiefmama ist Radiomoderatorin und hat mir da auch immer Tipps gegeben bei Interviews und so. Und das ist ja super. Es sind einfach mehr Menschen, die ich lieber haben kann. Das ist ja fantastisch. Ja, genau. Das heißt, du hast dadurch, deswegen wollte ich eben auf das Thema auch noch eingehen, weil viele werden dadurch selbstständiger, man ist dann plötzlich ein bisschen alleine. Das kann schon sein. Genau. Ich war halt das Mittelkind irgendwie. Das glaube ich schon, so dass ich dann einfach mich wegsperre und meine Mucke und, aber so mein Papa hat mir auch Stories von mir gesagt, so vor der Scheidung, da war erstes Weihnachten in Salzburg und alle hatten natürlich den Weihnachtsbaum gehabt und ich habe meinen eigenen kleinen Weihnachtsbaum in meinem Zimmer aufgebaut, also ich war schon ein fucking weirdes Kind, glaube ich, irgendwo, also so, dass ich so bin, wie ich bin, hat, glaube ich, nichts mit meinen Eltern zu tun. Ich glaube, ich bin aber ein bisschen ein schräger Fall, also alles gut. Aber ich glaube, wenn mein Papa das hört, es ist nicht deine Schuld. Das war ich immer schon. Ja, so war ich aber. Also ja, deswegen, ich glaube, für ein Scheidungskind habe ich die perfekte Mentalität, glaube ich. Ich war so, oh, cool, mehr Leute, alles gut. Sehr gut. Da knüpfen wir wieder ganz am Anfang an, je locker man das Leben nimmt, desto besser geht es einem einfach. Kommen wir aber zu einer Zeit noch, wo es dir, weil eben von nichts kommt nichts, dann war ein großes Hoch, du hast die Castingshow gewonnen mit 18, dann ist es so dahin gegangen und im Jahr 2022, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, war so ein bisschen ein Downer im gesamten Leben, wo sich viel auch für dich geändert hat, denn Ende des Jahres 2022 ist dein großer Bruder, mit dem du doch viel Kontakt gehabt hast, verstorben. Ja, wir haben eine sehr schwierige, komplizierte Beziehung gehabt, mein Bruder und ich, muss man auch sagen. Also ich habe Leia zum Beispiel über ihn geschrieben, er ist eigentlich die Leia, Kryptonite auch. Aber immer ein sehr großer Einfluss in mein Leben natürlich gewesen. Und er hat auch immer sehr viele Probleme gehabt. Und ich natürlich auch. Und die Kombi ist vielleicht nicht die beste natürlich. Und ich will jetzt nicht zu viel drüber reden, weil einfach, mir geht es jetzt sehr gut. Ich habe auch so viel schon drüber geredet, weil ich finde es auch sehr wichtig, dass man über sowas redet. Es ist sehr wichtig, dass man den Leuten auch zeigt, dass es da hier draußen Hilfe gibt und man nicht immer verloren ist in jeder Situation. Aber ich kann es für mich nicht immer komplett reingehen, was genau passiert ist. Also ich kann das einfach nicht auf Dauer. Ich verstehe. Und das wurde auch ein bisschen so als Clickbait, finde ich. Ich habe ein paar Artikel gesehen, wo ich eigentlich Kurzes angesprochen habe und das war dann die Schlagzeile und ich denke mal, hey, leider. Das ist halt leider in Österreich. Ja, es ist gerne auf der Welt so. Was die Leute wollen ja zahlen, alles gut. Aber also,
versprich mir, dass das nicht die Schlagzeile wird. Auf keinen Fall. Ich will das auch nicht zum großen Thema machen. Ich will es nur zum Thema machen, weil das hat in dir doch sehr viel ausgelöst. Weil du bist dann danach nach Island wieder kurz und da hat das alles angefangen. Es hat alles geändert. Also ich bin 2 Tage, nachdem er gestorben ist, nach Island geflogen. Ich habe gesagt, ich muss mit meiner Familie sein. Habe 6 Wochen mich komplett zerstört. In jeglicher Hinsicht. Also mich selbst gehasst. Und weil, also ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, so hätte ich mehr machen können. Ich habe mich eh immer bei ihm gemeldet und meine letzte SMS ist tatsächlich an ihn, ist alles okay. Und er hat leider sein Handy verloren 2 Tage bevor schon. Also das ist halt auch so, fuck. Und solche Sachen gehen halt nur im Kopf und irgendwie, dann habe ich es einfach weggetrunken. Ich habe generell schon immer ein Alkoholproblem gehabt und ich habe das so weggetrunken, weil ich konnte nicht mit den Emotionen klarkommen. Und dann nach 6 Wochen war auf einmal der Punkt da, wo ich denke, wenn ich so weitermache, werde ich auch sterben. Und ich will das nicht. So, oder, also es war eher so die Frage, will ich das eigentlich? Und da bin ich nach Österreich zurückgeflogen, habe meine Manager wieder getroffen und die sind für mich wie Familie. Wir wohnen in Gmunden alle und sie sind für mich wie Familie. Und die haben gesehen, wie gebrochen ich war. Also ich war gebrochen. Und ich habe dann gesagt, hey, es ist schlimmer denn je. Ich muss aufhören. Und ich habe dann gesagt, ich höre jetzt auf zum Trinken und dann werde ich mein Leben aufbauen. Aber gib es mir einfach diese Zeit. Ich muss, das ist jetzt meine Priorität. Und ich habe seitdem tatsächlich keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe angefangen Eis zu baden. Viel ins Fitnessstudio, 5-mal die Woche. Und ich habe gemerkt, dass zum Beispiel das Eisbaden, ich gehe in den Traunsee auch im Schnee, um mich einfach abzuhärten mental. So blöd, wie es klingt. Einfach, damit ich den inneren Sound jeden Tag überwinde. Und ich versuche dann immer irgendwas mitzunehmen, irgendwas Gutes. Und ich wäre sicher nicht da, wo ich jetzt bin, wenn das nicht passiert wäre. Das Schreckliche. Ja. Und es hat alles in mir geändert. Es hat meine ganze Perspektive vom Leben geändert. Ich bin ein anderer Mensch. Also wenn ich jetzt mit dem Thorsten vor 2 Jahren reden würde, ich würde mich nicht mit dem verstehen können. Der wäre für mich ein naiver Bub. Aber das macht dich zum Mann, sowas. Sowas macht dich wirklich zum Mann. Also das ändert alles in dir. Aber du hast das alles für dich selbst entschieden. Also die Manager, deine Familie hat das zwar unterstützt und hat dich dabei dir dabei geholfen, aber du hast für dich entschieden, okay, jetzt so geht's nicht weiter. Meine Mutter war ja selber in der Reha und hat auch ein Alkoholproblem lange gehabt. Und sie hat mir gesagt, hey, ich glaube, du hast aber nie gesagt, hör auf oder so, weil sie wusste, es muss von mir kommen. Und dann, so diese letzten Tage, dann habe ich einfach gewusst, fuck. Jetzt nehme ich wieder zu, jetzt geht's wieder los. Es war einfach dieses Schema und ich habe es sofort getötet. Einfach nein, jetzt. Und ich wollte einfach dann schauen, okay, was kann ich wirklich machen? Weil irgendwie die ganze Karriere hat sich ein bisschen angefühlt, wie ich gesagt habe, so als würde ich es mit einer Hand machen und ein bisschen gefesselt sein. Und jetzt ist halt so seit 1,5 Jahren voller Drive und es ist auch überall, sei es live, sei es im Radio, sei es im Stream, erfolgreicher denn je. Muss man eigentlich sagen, es ist alles da so top, weil ich mehr Drive habe. Also das macht sehr viel aus. Ja. Aber was würdest du Menschen raten, die in so einer Situation sind, wo du komplett unten bist? Wo holst du dir Hilfe? Ruf an, Familie, Freunde, sonst gibt es auch Hotlines für sowas. Die helfen auch. Aber das ist ein Krieg mit dir selbst immer. Und so hart wie es auch klingt, so. Also es gibt dieses Jahr. Immer drüber reden, aber auch zu viel drüber reden über Gefühle und zu viel ist auch zu viel Selbstanalyse und ist das dieses Ding und dann kommst du in eine richtige Depression. Ich habe auch für mich gemerkt, so jetzt spüre ich Angstzustände. Okay, fuck it, geh Eisbaden, geh laufen, pumpen, schau was passiert, geht's dir besser? Ja, ein bisschen besser. Ist gesund die ganze Woche, schau was dann passiert, dann geht's dir auch besser. Du kannst wirklich einen Krieg mit deiner psychischen Krankheit führen und du kannst die zusammenhalten, das geht, aber es ist, du gewinnst nie. Das hat der Tyson Fury gesagt, übrigens eines meiner großen Vorbilder ist Tyson Fury. Ein Mann, der absolut bipolar ist, schwer depressiv, wirklich, der kämpft mit seinem Kopf jeden Tag. Und der sagt auch, das ist nicht, du kannst nicht gewinnen, aber du kannst lernen, damit zu leben. Und deswegen sage ich, einfach zusammenreißen und auch mal draufbeißen. So, es ist nicht immer nur über Gefühle reden und dann geht es dir besser. Es ist auch oft, du musst wirklich Aktion nehmen. Du musst gesund essen. Hör auf zu trinken, wenn du viele Depressionen hast oder Angst. Hey, dann ist der Alkohol nicht dein Freund, leider. Und es war auch für mich, ich habe gewusst, das geht nicht. Ich habe aufgehört zu trinken.
ja, ändere alles in deinem Leben, aber nicht zu drastisch, eins auf einmal. Ich habe das wirklich, ich habe aufgehört zu trinken erst und dann erst ein halbes Jahr später habe ich aufgehört zu rauchen und dann ein halbes Jahr nachdem jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und dann okay, Step jetzt, by Step. Genau, jetzt mehr Eiweiß, weniger Kohlenhydrate, also alles so Step by Step und dann fühlt sich super an und irgendwann, wie jetzt bei der Starnacht, war es so geil gestern, alle, ich tanze und shake up und also oh, bei welchem Bier bist du? Und ich so, ah, es ist alkoholfreies Bier. So, also what the fuck, du bist, ja, mir geht's einfach gerade fucking gut. Und man muss auch sagen, gestern, den ganzen Tag, ich habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt und am Abend ging es mal wieder besser. Nein. Ja, ja, warum? Weil ich halt gesünder lebe und mein Immunsystem vielleicht ein bisschen besser kämpft mittlerweile. Ich habe es wegsauniert, wirklich. Ich war kaputt den ganzen Tag. Wahnsinn, also, und so schnell hast du dich und wieder regeneriert. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich machen? Sauna, schwitzt das Ding raus. Habe ich gemacht, zwei brutale Saunagänge in den See rein, abkühlen. Cool. Das, wie gesagt, das kann man auch machen, wenn man Depressionen oder Angstzustände hat. So, du kannst auch dich schocken und durchbeißen ein bisschen und irgendwann lernst du damit zu leben. Und deinen Weg eben finden. Und du hast deinen Weg auf jeden Fall gefunden. Genau, das ist meiner. Genau. Nicht jeder ist gleich, das muss man auch sagen. Ja. Manche Leute müssen auch ein bisschen mehr Süße essen, damit sie ein bisschen einen guten, gemütlicheren Lifestyle haben. Um Gottes Willen, ich sage nicht, dass jeder Eisbahn muss. Das ist ja verrückt. Genau. Ich sage nur, ich muss das so extrem machen irgendwie, weil ich einfach auch ein extremer Mensch irgendwo bin. Ja. Ja. Und du hast dich eben jetzt neu gefunden. Thorstein neu, kann man eigentlich sagen. Ja, 2.0. 2.0, Relaunch. Ja. Und seitdem produzierst du auch wirklich sehr, sehr viel. Du hast letztes Jahr, glaube ich, in einem Jahr dein ganzes Album produziert, was jetzt Stück für Stück immer rauskommt. Also ja, also es ist nicht fertig. Ich schreibe immer auch dazu. Aber es wird definitiv mein bestes Album. Definitiv. Ich bin mir ganz, ganz sicher, weil ich ja immer wieder Songs wegkicke, die dann nicht mehr schaffen aufs Album. Und noch einer, ich mache nicht mehr Songs aufs Album. Es ist limitiert, wie viele Songs da draus sind. Und ich habe wirklich Songs, die ich nicht releasen werde, wo ich denke, boah, die sind eigentlich super. Aber ich will, das ist das Maß, weißt du? Und dann wird es immer besser und besser und besser. Und so ist gerade meine Formel. Ich glaube, es funktioniert gut. Und das würde jetzt ganz zum Schluss noch eingehen auf diesen Punkt, weil ich ihn einfach spannend finde. Wir hatten bisher eine Sängerin auch, die Anna-Sophie. Mhm. Mit der habe ich auch schon kurz darüber gesprochen. Aber so diesen Songfindungsprozess, ich finde das sehr spannend. Ihr wart letztes Jahr, du und deine Produzenten, habt euch in Island eine ganz abgelegene Hütte gemietet und habt euch dort einfach eingesperrt ein paar Wochen. Ja, voll. Das, 2 Wochen eingesperrt im Winter in Island. Das war eigentlich dunkel die ganze Zeit. Und wir haben einfach Songs geschrieben. Wir haben Handys weggetan und da ist SOS entstanden, die neue Single. Die anderen werden auch ganz sicher aufs Album kommen. Also da ist sehr viel entstanden. Es waren, ja, ich glaube, wahrscheinlich das erfolgreichste Camp, was ich hier gemacht habe. Ich schreibe jetzt auch nicht mehr so viel. Ich schreibe viel gezielter. Also ich überlege mir viel mehr vor einer Session und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aufs Album kommt oder Release wird, viel höher. Weil ich habe, nur ums Handwerk zu lernen, ist es sehr wichtig, viel zu schreiben. Aber jetzt mittlerweile ist es mehr gezielt, für was ich als Artist brauche. Aber nimm uns ein bisschen mit in diese Reise. Wenn, ich zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel her, in Island, die Hütte, ihr seid da eingesperrt und schreibt einfach an Songs. Nehmen wir SOS zum Beispiel her, den da jetzt rausgekommen ist, frisch. Wie ist es dann zu dem gekommen? Ist das, das war, wir haben eine Kickdrum, eine programmierte. Und wir haben irgendwie keine Idee gehabt an dem Tag. Und ich so, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen sowas. Einfach dumm, 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 dumm. Und dann haben wir einfach diesen geraden, ganz schnellen 150 BPM geradeaus. Sowas brauchen wir. Und haben wir ein bisschen instrumental drauf gemacht, so, aber noch nicht die Melodie gehabt. Dann haben wir Pause gemacht und wir haben, zu der Zeit war die Robbie Williams-Doku neu auf Netflix. Wir haben die Robbie Williams-Doku geschaut und dann so, wow. Das ist emotional, und dann, weil er hat auch seine Tiefen gehabt, so schwierig. Und dann ist der Song gekommen, der alles verändert hat, finde ich, Angels. Und dann war And through it all. Und dann habe ich gesagt, schau, wisst ihr, was den Song groß macht? Und dann habe ich gesagt, das oh, das ist nicht ein A oder I oder U, sondern ein oh, das macht's aus. Das macht den fucking Song aus. Und also ja, eigentlich. Und dann haben wir auch So Sally can wait. Und dann haben wir gesagt, das machen wir, all, let it all out. Und dann, ja, fertig. Der Rest ist Geschichte. So machen wir das einfach. Also, das war so ein Stück für Stück Ding. Also, es ist wie eigentlich ein Puzzle zusammenführen, ja, oder? Genau. Es alles fügt dann irgendwie zum großen Ganzen zusammen. Oft ist so, genau da ist die Doku, genau dann schreibt. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass genau der Song so passiert, ist natürlich, ja, ist sehr gering, aber sonst wäre halt was anderes passiert. Aber der ist so passiert. Sehr spannend, sehr spannend. Hey Thorsten, vielen Dank. Wir haben jetzt noch einen Abschlusspunkt, das nennt sich
zieh dir drei, dann bist du frei. Ja. Sind deine allerletzten drei Fragen hier bei uns im Podcast, die du dir selbst ziehen kannst, die du selbst in der Hand hast. Einfach drei Karten rausziehen und die dann nach der Reihe vorlesen und kurz und knackig beantworten. Frage Nummer 1 an Thorsten Einersen. Was war eine der wichtigsten Enttäuschungen deines Lebens? Ja, nicht in die Schule reinzukommen in Salzburg, würde ich wirklich sagen, das war eine wichtige Enttäuschung. Das hat mir so ein bisschen Feuer gegeben. Aber auch gut im Nachhinein, ja, weil wäre ganz anders gewesen der Weg dann. So was, das ist gut. Nummer 2. Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen? Gibt schon eine Planung. Ja, ich finde, man sagt ja so, no good story ever started with a salad. Kennst du den Satz? Ich würde mit Salat beginnen. Okay. Einfach nur, um es dann wirklich eine geile Story zu machen. So I was eating a salad. Punkt. Und die letzte Frage an den Thorsten. Wofür sollte man dich loben? Ich hoffe mal für meine Freundschaft und ja, zu meinen Freunden und Familien, wie ich sie behandle. Das wäre mir sehr wichtig in der Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Sehr gut. Thorsten, vielen lieben Dank für die letzten Minuten, für die spannenden Danke. Einblicke Backstage in deine Karriere. Ich wünsche dir alles Gute heute bei der Starnacht. Das wird cool. Ja. Kommst du vorbei? Wir waren gestern schon. Also wir haben dich schon belauscht. Wir werden vielleicht heute noch mal draußen vorbei spielen. Heute ohne Lebensmittelvergiftung. Das wird cool. Aber dafür vielleicht mit Rippenprellung. Also. Schau mal, Wakeboarden und so. Management schaut schon zittrig. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles, alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, nicht vergessen, gleich auf den Button klicken, bewerten auf Spotify oder auf Apple Podcast und auch gerne ein Abo dalassen. Ist nur ein einziger Klick. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Von nix kommt nix.